Recht herzlich willkommen zur 257. Folge von City Skylines. Ja, wir haben ziemlich viele Punkte abgearbeitet. Wir haben dann noch solche Dinge gehabt wie ÖPNV. Klar, haben wir gemacht und da wird es auch noch ganz viele Sachen geben, hat er geschrieben, der MAZ. Möglich, klar, aber wir sollten noch ein paar Brücken bauen, war auch noch ein Punkt für Fußgänger. Das haben wir noch überhaupt noch nicht gemacht. Also, auf geht's. Ich glaube, Parks und Plätze war hier der Gehweg mit drin. Ne, das war nicht hier, ne? Wo war das denn noch? Ne, da war das nicht. Aber hier. Da ist es. Pflasterweg. Das ist ein Radweg. Und ein Kiesweg. Auf Pflasterwegen lässt sich bequemer gehen als auf Kieswegen. Gut. So, Pflasterweg, Kiesweg. Hier könnte man jetzt überlegen, was man da macht. Hier ist ja schon ein Weg, ne? Ja, da haben wir schon mal einen Fußweg über die Bahn gemacht, ne? Auch nicht schlecht, oder? Jetzt können wir ja noch einen Weg hier über die Dingens machen, ne? Über die ganze Straße hier. Guck mal, so geht's doch schon mal, ne? Müssen wir wohl bis dahin machen. Und dann. Dann werden wir vielleicht hier so ein geschwungenes Ding machen müssen. Dann gehen wir eine Etage tiefer wieder. Drehen wir das Ding hier um. Und. Ob wir da durchkommen, ne? Ich glaube, wir gehen mal hier lang. Da lang. Und dann kommen wir einen geraden Weg auf die Straße da, ne? Ne? Nee, da geht das nicht. Bedeutet, wir reißen wieder ein Stück ab. Und ziehen den Weg dann gerade weiter durch hier. Und dann einfach wieder gerade, ne? Das ist jetzt voll doof hier. Wie klingen wir das denn da dran? Na, gar nicht. Oh Mann, ey. Mach weg. Alles weg. Das macht er auch weg. Die Kurve auch da weg. Da ist ein riesen Wolkenkratzer. Vielleicht war das da nicht die ideale Stelle. Machen wir das doch alles weg. Da auch weg. Gut. Wir suchen eine andere Stelle, wo es rüber geht. Geht es hier? Können die hier lang gehen? Das ist die Frage, ne? Da geht doch schon mal was. Jetzt geht es hier lang. Eine Etage höher auf jeden Fall. Kommt man da hin, ne?
Muss man was abreißen da? Obwohl, da ist noch Platz zwischen. Dann machen wir das doch mal hier hin. Da müssen wir runter. Und jetzt müssen wir hier gucken, dass wir da hinkommen, ne? Da müssen wir jetzt ein gerades Stück haben. So, und dann ist der Weg da auch angeschlossen, das ist die Frage, ne? Sieht man das? Ja, ist es. Jetzt können die darüber laufen, ne? Ob sie es tun, ist eine ganz andere Frage. Hier wäre es auch noch gegangen, ne? Naja, da müssen wir mal gucken, wo ist denn noch was möglich? Hier ist ja nichts los. Hier wäre noch schön, von da nach da zu gehen, ne? Kriegen wir das da hin? Vielleicht hier so. Machen wir wieder einen Weg, ne? Hier, da ist der bessere. Gleich ein hoch. Aber da ist die Dingens, sag schon, die Hochspannungsleitung, das geht also gar nicht. Ne, das vergesst da mal, das funktioniert da nämlich nicht. Da ist es nicht gut. Da wird es vielleicht passen. Erstmal einen tiefer. Ne, kannst du auch knicken, geht da auch kaputt. Da funktioniert es auch genauso wenig. Da musst du auch was abreißen. Bringt es also auch nicht. Wo es definitiv gehen würde, ist als hier. Dann brauchen wir hier eine Kurve. So. Und dann gehen wir da hoch. Dann brauchen wir wieder eine Kurve. Sieht doch ganz gut aus, oder? Und jetzt müssen wir da noch irgendwo landen. Ist doch da die letzte Kurve nicht die beste gewesen, ne? Reiß die mal wieder weg. Und das wollen wir, nehmen wir auch gerade weg, weil das auch im Weg ist. Und dann geht's hier weiter. Also da können wir auf jeden Fall rüber, wenn. Aber da kommen wir nicht hin. Also an dem Windrad vorbei ist schon die nächste Schwierigkeit, oder wie sehe ich das? Das kann nicht sein, oder?
Also, funktioniert auch nicht. Kannst du auch knicken. Zack, alles weg, bringt nichts. Okay. Wo geht's dann? Geht hier was? Gucken. Das geht schon mal, obwohl da ging es gerade. Okay. Hoffentlich kommt da keine andere Leitung, ne? Also das ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei gewesen da, ne? Kannst du auch wieder löschen, das ist auch nicht richtig. Mach das auch nochmal weg. Das auch nochmal weg. Da wird es ja gehen, okay. Hier ist gar keine Leitung mehr, oder wie sehe ich das? Naja. So, jetzt haben wir doch tatsächlich mal einen geschafft, der von da nach da geht. Und dann auch direkt an der Bushaltestelle. Es ist ja richtig top, oder? Was wollen wir mehr jetzt mal gerade mit dem Strom? Das wollte ich noch wissen. Ja, das ist gar nicht mehr angebunden hier. Dann würde ich mal gerade sagen, mal nach da. Nach da und dann nach da. Und dann können wir das dann mal abreißen. Dann machen wir das nochmal von hier nach da. So, jetzt passt das mit der Oberleitung auch wieder, ne? Super. So, da haben wir eine Verbindung hergestellt. Hier wäre wahrscheinlich auch noch interessant. Da gibt es auch tatsächlich eine Straße. Also, das geht nicht, aber da ist auch eine Straße, naja, okay. Würde ich jetzt vorschlagen, das da zu machen. Das geht so nicht.
Jetzt schon angeschlossen? Ja, ne? Ist angeschlossen. So, und jetzt müssen wir hoch, ne? Ja, das kannst du also knicken. Das Hoch war nämlich schon an der falschen Stelle. Kannst du gleich wegreißen. So, dann wieder runter. Gucken, dass wir da noch hinkommen. Jetzt ist das Haus weg, aber ist auch egal. Passt erstmal. So. Da ist alles dicht. Da kommen wir gar nicht hin. Wo haben wir denn da was gesehen? Ach komm, dann kannst du das auch wieder wegreißen hier. Das hat ja wieder nichts gebracht, ne? Auf der einen Seite haben wir die Lücke gehabt, auf der anderen Seite nicht. Also bringt uns das nicht weiter. Was ist es da wieder gefragt? Da geht auch nichts. Hier hast du natürlich die Möglichkeit, da anzuschließen. Geht dann hoch. Funktioniert aber nicht. Ist zu nah dran. Kannst du vergessen. Hier fehlt eine Hochspannungsleitung. Die setzen wir mal schnellstens dahin. So, das ist angeschlossen. Dann gucken wir nochmal, wie es da geht oder nicht. Also da brauchen wir gar nicht weiter gucken, da ist es auch nicht möglich. Da ist auch nicht gut. Hier ist ein Tunnel. Kommen wir aber auch nicht so wirklich dran. Ne? Ja. Hier vielleicht machbar. Würde hier aber nichts erreichen. Hier ist jetzt noch ein Weg. Das kannst du auch knicken, geht auch nicht. Hier gibt es keine passende Lücke. Diese Lücke geht da nicht. Da geht's auch nicht. Da musst du wieder ein ganzes Haus abreißen, brauchst du also auch nicht machen. Ja, hier wäre dann interessant hochzugehen schon. Du kannst die hier rübersetzen. Jetzt auch nicht, das geht jetzt hier nicht rüber. Warum will er das jetzt nicht? Da geht's. Jetzt muss ich nur irgendwo an irgendeiner Straße hier drüben dran docken. Geht das hier hin? Ja, das geht auch wieder nicht, ne? Achso, da müssen wir noch mal einmal hoch. Hier hin und dann können wir erst runter und dann kommen wir vielleicht sogar da dran, oder?
Können die da dran oder können die nicht da dran? Hier ist schon das Moos am Wachsen oder was? Die kommen nicht da dran, weil hier schon noch Brücke ist. Okay, das bedeutet das letzte Stück wieder weg. Und gucken, wie wir da hinkommen. Oder wo wir da hinkommen. Da wäre jetzt nichts. Nochmal das. Einen runter. Nee, das war jetzt doof. Also hier angeschlossen. Ja, wir haben es auf die andere Seite geschafft, aber können hier nirgendwo andocken, ne? Da geht auch nicht. Hier wäre es schön zwischen, ne? Ne, war es doch gerade, oder? Da ist jetzt der Weg, oder? Machen wir den geraden Weg dahin. Nee, das ist noch nicht richtig. Nee, das auch noch nicht. Nochmal das Ganze hier mit. Ja, das ist wieder mal schade, ne? Funktioniert hier nicht. Oh. Kannst du also auch wieder abreißen, das Stückchen hier. Nochmal. Ja. Und auf ein neues. Und von da nach da würde gehen. Jetzt sind wir hinten rausgekommen. Das ist schon mal etwas. So. Jetzt brauchen wir hier eine Kurve. So, passt, Hammer. Wunderbar. Wieder eine richtig tolle Folge mit ganz vielen Fußwegen, die wir da gebaut haben, die kilometerlang sind, wo wahrscheinlich keiner langlaufen will. Aber so ist das halt. Etwas schwierig das Ganze, aber naja, wir haben wieder was gebaut. Gut, okay. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt ihr mal einen Daumen hoch und falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Und wenn ihr natürlich die Glocke anmacht, dann werdet ihr informiert, wann die nächste Folge rauskommt. Und dann würde ich sagen, MAZ, sieh zu, dass du noch was schreibst, was dir aufgefallen ist. Wenn du noch guckst, weiß ich nicht. Aber wäre schön, noch ein paar Sachen zu haben, die wir dann umsetzen können. Waren bestimmt 10 Folgen zwischenzeitlich, die wir hier was noch gemacht haben. Aber das hat er ja geschrieben und wir können noch 100 weitere machen. Alles klar, bis dann. Tschüss.